Hallo Leute, hier gibt es jetzt eine weitere Komponente zum Drehsolar-Campingmobil, den Solargenerator. Ich habe mich entschlossen, das Tragwerk für die Solarmodule aus Styrodur zu machen und mit Glasfaser zu verstärken. Diese Konstruktion ist doch wesentlich leichter als eine Aluminiumrohrkonstruktion. Das sind jetzt genau 5 Kilo für den Solargenerator. Ohne Solarmodule noch, nur das Tragwerk. Es handelt sich um flexible Solarmodule mit je 100 Watt Leistung. Die Oberfläche ist leicht genörbelt, dadurch wird die Reflexion etwas verringert und der Wirkungsgrad soll besser sein. Diese neuen Module haben also eine Gesamtleistung von 900 Watt. In der Praxis werden aber sicherlich nur 500 bis 600 Watt erreicht werden, da die Einstrahlung ja auch nie optimal ist. Die Module sind mit Klettbändern befestigt. Dadurch liegen sie gut auf und klappern nicht, außerdem sind sie in der Mitte nochmal unterstützt. Zusätzlich werden die Module in den Ecken noch verschraubt. Die Module werden alle in Reihe verschaltet und dadurch ergibt sich eine Nennspannung von ungefähr 162 Volt, also 9 mal 18 Volt. Die Kabel sind leider noch viel zu lang, deswegen möchte ich die irgendwie kürzen. Die Frage ist, wie man das am besten macht. Die MC4-Stecker zu öffnen und neu zu konfektionieren, funktioniert leider nicht. So, der gesamte Solargenerator mit Tragwerk. 24,5 Kilo. Im nächsten Video geht es dann um den Zusammenbau des gesamten Fahrzeugs. Hier schon mal ein kleines Vorschaubild. Bis dann.